Als John F. Kennedy vor rund 50 Jahren ermordet wurde, war Willy Brandt schwer erschüttert. Eine Flamme ist erloschen für alle Menschen, die auf einen gerechten Frieden und auf ein besseres Leben hoffen. Die Welt ist an diesem Abend sehr viel ärmer geworden. Brandt betonte jedoch auch, Kennedys Ideen würden weiterleben. Die Welt ist ärmer geworden, aber die Ziele, die dieser Mann der Menschheit gesetzt hat, können nicht niedergeschossen werden. Und wir können unserer Verbundenheit mit ihm und dem amerikanischen Volk keinen besseren Ausdruck verleihen, als diese Ziele weiter zu verfolgen. Einen besseren Frieden in wirklicher Sicherheit für die Menschheit, mehr Gerechtigkeit und Freiheit für die Menschen, wo immer sie leben. Brandts Entsetzen über die Ermordung wurde von vielen Menschen geteilt. Diese Worte illustrieren gut, welche großen Hoffnungen Brandt in den amerikanischen Präsidenten gesetzt hatte, der für ihn die Ideale verkörperte, für die er die USA so bewunderte. Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit. Mit seiner jugendlichen Dynamik, seinem Aufbruchsgeist und neuen politischen Ansätzen schien John F. Kennedy für einen politischen Stil zu stehen, der Brandt faszinierte und den er bis zu einem gewissen Grad eben auch selbst zu pflegen versuchte. Betrachtet man die politischen Inhalte des amerikanischen Präsidenten und des regierenden Bürgermeisters von Berlin, treten hingegen in vielen Punkten gravierende Unterschiede zwischen den beiden auf. Erst nach und nach glichen sich die politischen Ansätze beispielsweise in Hinsicht auf die Berlin- und Deutschlandpolitik aneinander an. Ich will daher untersuchen, inwieweit Übereinstimmungen zwischen Willy Brandt und John F. Kennedy in Hinblick auf die politischen Inhalte und auf den politischen Stil existierten. Zu welchem Grad instrumentalisierte Brandt sein Verhältnis zu Kennedy für innenpolitische und wahltaktische Zwecke? Und welche Bedeutung hatte Kennedy auch nach dessen Tod noch für Brandts Amerika-Bild? Also das sind die Themen, die ich jetzt mit Ihnen durchgehen möchte. Brandts Amerika-Bild war auch schon vor Kennedys Amtsantritt grundsätzlich positiv. Im skandinavischen Exil hegte Brandt als Sozialist zwar eine gewisse Skepsis gegenüber den kapitalistischen USA, aber er hatte auch die Hoffnung, Amerika werde Europa von der Hitlerherrschaft befreien. Schon damals sah er die USA als Hort der Freiheit und Demokratie an, die keine imperiale Vergangenheit hatte, wie eben die europäischen Länder in seinen Augen. Insbesondere Franklin Delano Roosevelts New Deal und seine vier Freiheiten fanden Brandts Zustimmung. Zu dieser Zeit setzte er allerdings auch noch seine Hoffnung auf eine Zusammenarbeit der USA und der Sowjetunion nach dem Krieg, also diese One-World-Idee, die auch andere Menschen zu dieser Zeit noch hegten und teilten mit Brandt. Nach dem Krieg zeigte Brandt in Berlin die Luftbrücke, dass aus Besatzern Freunde geworden waren. Brandt vertraute nun auf die amerikanische Sicherheitsgarantie bei der Verteidigung der westlichen Freiheit gegen die expansive Sowjetunion. In dieser Zeit entwickelte er ein gutes Verhältnis, vor allem zu den amerikanischen Gewerkschaften und auch zu den Amerikanern, die in Berlin anwesend waren. Als John F. Kennedy sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten antrat, gelang es der SPD, nach und nach das Vertrauen der Amerikaner zu gewinnen, indem sie ihre Übereinstimmung mit der amerikanischen Deutschland- und Sicherheitspolitik betonten und im Gegensatz zur Union Kennedys Entspannungs- und Europapolitik zustimmte. Sieht man sich die Berlin- und Deutschland-Frage genauer an, sieht man allerdings, dass es längere Zeit dauerte, bis Übereinstimmung zwischen Brandt und Kennedy herrschte. Kennedy war nicht mehr so stark durch die Berlin-Krise von 1948-49 geprägt wie seine Amtsvorgänger. Er und seine Mitarbeiter richteten ihr Augenmerk weniger auf Deutschland und Berlin als auf Asien und Afrika. Eine de facto Anerkennung der DDR, eine Verbesserung der deutsch-polnischen Beziehungen durch die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie und ein Interimabkommen für Berlin waren ihrer Meinung nach der Preis, der für eine internationale Entspannung gegebenenfalls zu zahlen war. Auch Kennedy stellte jedoch fest, West-Berlin zu verlieren, hieß auch Westeuropa zu verlieren. Trotz allem war man nicht ohne weiteres bereit, einen Nuklearkrieg für Berlin zu riskieren. Kennedy änderte daher die Strategie der Massive Retaliation, die den sofortigen Einsatz von Atomwaffen vorsah, hin zu einem mehrstufigen Eskalationsplan, der sogenannten Flexible Response, der zunächst den Einsatz von konventionellen Waffen vorsah. Auf diese Weise sollte es eben glaubwürdiger sein, Berlin zu verteidigen, indem man nicht sofort mit Nuklearwaffen drohte, sondern eben zunächst erstmal mit konventionalen Waffen zurückschlagen wollte. Zudem sollte die Reduzierung amerikanischer Interessen auf drei Essentials es in Berlin leichter machen, diese wenigen Punkte auch glaubwürdig verteidigen zu können.
Die drei Essentials umfassten erstens die Anwesenheit der Westmächte, zweitens den freien Zugang und drittens die Aufrechterhaltung der Lebensfähigkeit Westberlins. Diese vitalen Interessen bezogen sich nur auf Westberlin und implizierten außerdem, dass alles, was nicht unter diese drei Punkte fiel, eben nicht essentiell für die amerikanische Berlin-Politik war und die USA daher für andere Interessen keinen Krieg riskieren würden. Übereinstimmung mit Brandts und Adenauers Forderungen gab es nur beim Punkt der Anwesenheit der Westmächte in Berlin. Von Seiten der Bundesrepublik wurden zusätzlich noch die enge Bindung Berlins an die Bundesrepublik, das Selbstbestimmungsrecht aller Berliner, also nicht nur der Westberliner, sowie die Freiheit des Verkehrs innerhalb Berlins verlangt. Besonders deutlich wurde die unterschiedliche Einschätzung der Berlin-Frage, als die seit 1958 schwelende Berlin-Krise am 13. August im Mauerbau gipfelte. Zum ersten Mal in seiner Amtszeit als regierender Bürgermeister suchte Brandt die alliierte Kommandantur auf, wo er auf Ratlosigkeit stieß, wie auf die Krise zu reagieren sei. Die ausbleibende Reaktion der Vereinigten Staaten lag nicht nur in der Angst vor einer Eskalation der Krise begründet, sondern auch darin, dass sie ihre Rechte in Berlin durch den Mauerbau nicht berührt sahen. Kennedy legte den Mauerbau als Zeichen der Schwäche des Ostens aus, der die Menschen einmauern müsse, damit sie ihm nicht davonliefen. Der Präsident soll seine Erleichterung darüber, dass auf diesem Weg eine Lösung für das Flüchtlingsproblem von Ost nach West gefunden worden war, mit folgenden Worten ausgedrückt haben. A wall is a hell of a lot better than a war. Zwar wollte auch Brandt eine Eskalation vermeiden und rief die Berliner zur Mäßigung auf. Dennoch sah er durch den Mauerbau sehr wohl die Rechte der Westmächte tangiert. Zwar seien die Rechte der Alliierten in Westberlin nicht beeinträchtigt worden, Zitat, wohl aber wurden alliierte Rechte, die sich auf ganz Berlin bezogen, fast verächtlich beiseite bewegt. Rückblickend meinte er, es sei ein Unding, dass die Westmächte ostdeutsche Befehle befolgten, indem sie sich an vorgeschriebene Übergänge nach Ostberlin hielten. Zitat, dass die mächtigen Vereinigten Staaten es hinnahmen, sich durch die, wie man sagte, Satelliten der anderen Großmacht bevormunden zu lassen. Die Enttäuschung über die Passivität des Westens führte jedoch nicht dazu, dass Brandt dem Westen die Schuld für die Entwicklung in Berlin gab. Er verwies vielmehr darauf, die Probleme wären ohne die westliche Garantie noch viel größer. Brandt ergriff schließlich selbst die Initiative und schrieb Kennedy einen Brief, in dem er den Präsidenten vor einer drohenden Vertrauenskrise gegenüber den Westmächten warnte, sollten diese weiter inaktiv bleiben. Das ist die erste Seite dieses Briefes, den eben der regierende Bürgermeister an den Präsidenten der Vereinigten Staaten schrieb. Brandt schlug in dem Brief vor, einen Drei-Mächte-Status für West-Berlin zu proklamieren, ohne allerdings den Vier-Mächte-Status für Gesamt-Berlin dadurch aufzugeben. So wollte Brandt verhindern, dass die Sowjets auf die Idee kamen, sich auf einen Vier-Mächte-Status für West-Berlin zu berufen. Vor weiteren Verhandlungen der Supermächte über Berlin wollte Brandt somit klar die Einflusssphären abstecken. Brandt maß dem Vier-Mächte-Status zu dieser Zeit also de facto keine Bedeutung mehr bei. Außerdem forderte er eine Verstärkung alliierter Garnisonen in West-Berlin und eine Bestätigung der westlichen Garantien zum Verbleib der Westmächte in West-Berlin bis zur Wiedervereinigung. Dieser Brief Brandts entsprang wahrscheinlich zum einen tatsächlich der Sorge um eine Vertrauenskrise und um die Sicherung West-Berlins. Vermutlich wird der Brief zum anderen aber auch an die Berliner Bevölkerung zur Stärkung ihrer Moral und an potenzielle Wähler in der Bundestagswahl gerichtet gewesen sein. Den Brandt damit zeigte, dass er im Gegensatz zur Bundesregierung in der Mauerkrise aktiv wurde. Man darf nicht vergessen, der Mauerbau geschah ja mitten im Bundestagswahlkampf, wo eben Brandt gegen Konrad Adenauer antrat. Die Bundesregierung kritisierte wiederum Brandts eigenmächtiges Handeln am Protokoll vorbei, also dass ein regierender Bürgermeister einfach direkt an den amerikanischen Präsidenten schreibt, ohne über das Auswärtige Amt oder das Kanzleramt zu gehen, war ja vom Protokoll her, sagen wir es mal so, nicht vorgesehen. Auch Kennedy soll sehr verärgert über diesen Protokollbruch reagiert haben und auch die Forderungen ja mehr oder weniger abgelehnt haben. Dennoch entschied er sich schließlich für den symbolischen Schritt, seinen Vizepräsidenten Lyndon B. Johnson für einen Kurzbesuch und Lucius D. Clay als persönlichen Repräsentanten nach Berlin zu schicken, sowie die amerikanischen Garnisonen in West-Berlin um 1500 Mann zu verstärken. In seinem Antwortbrief betonte Kennedy, die Garnisonen nicht auf Brandts Drängen hin, sondern aus eigener Entscheidung verstärkt zu haben. Die meisten anderen Forderungen Brandts, insbesondere zum Drei-Mächte-Status für West-Berlin, lehnte er ab. Zudem legte der Präsident noch einmal unmissverständlich seine Berlin-Politik dar, der zufolge die amerikanische Verantwortung nur für West-Berlin galt.
Dennoch kann Kennedys Antwortschreiben als ein Zeichen dafür gewertet werden, dass die Amerikaner die drohende Vertrauenskrise erkannten und nun stärker rhetorische Positionen gegen die Politik des Ostens bezogen und Begriffe wie Freiheit und Selbstbestimmungsrecht der Berliner deutlicher betonten. Zeitgenössisch betonte Brandt interpretierte Brandt den Antwortbrief Kennedys dann auch als Erfolg. Später gab er jedoch zu, dass der Mauerbau bzw. die Reaktion Kennedys auf den Mauerbau habe gezeigt, dass ein Vorhang weggezogen worden sei, um eine leere Bühne zu zeigen. In den Monaten nach dem Mauerbau nahm Brandt eine skeptische Haltung bezüglich der Verhandlungsbereitschaft der Amerikaner gegenüber dem Osten ein. Zu weitreichend schienen ihm die Zugeständnisse, zu unklar blieb das deutschlandpolitische Gesamtkonzept. So war Kennedy bereit, das Ziel der Wiedervereinigung, die Nichtanerkennung der Oder-Neiße-Grenze und der DDR, die nukleare Teilhabe der Bundesrepublik sowie die politische und territoriale Bindung Westberlins an die Bundesrepublik zur Disposition zu stellen. Insbesondere gegen den letzten Punkt, also die Bindung Westberlins an die Bundesrepublik, aufzugeben, gegen diesen Punkt wehrte sich Brandt vehement. Aber auch die anderen Zugeständnisse wollte er, obwohl er grundsätzlich flexibel in diesen Punkten war, nicht vorschnell machen. Nach außen bemühte sich Brandt dennoch um ein Bild der westlichen Eintracht und kritisierte eher die Bundesregierung für ihre mangelnde Initiative in der Berlin- und Deutschlandfrage als die Amerikaner. Durch seine berühmten Reden in Harvard und später in Tutzing zur Koexistenz nahm Brandt jedoch bald eine Haltung ein, die sich an Kennedys Vorstellungen zur Osteuropa- und Sicherheitspolitik sowie zu den transatlantischen Beziehungen anzugleichen begann. In diesen Reden stellte er fest, beide Seiten hätten kein Interesse an der nuklearen Vernichtung und seien daher zur friedlichen Koexistenz bereit. Die Koexistenz setze allerdings voraus, dass man zunächst den Status quo anerkenne. Die Überwindung des Status quo solle in kleinen Schritten über möglichst viele Kontakte zwischen Ost und West ermöglicht werden. Da Brandt an die Faszinationskraft der westlichen Ideen glaubte und davon ausging, dass über die Kontakte eine Transformation der anderen Seite stattfinden würde. So sehr Brandt eine Öffnung gegenüber dem Osten anmahnte, so klar wurden auch die ideologischen Unterschiede. Die Parallelen zwischen seinem eigentlich schon seit längerem vertretenen Konzept des Wandels durch Annäherung und Kennedys Entspannungsplänen der sogenannten Strategie des Friedens wurde von Brandt besonders in Tutzing hervorgehoben. Die feste Haltung der Amerikaner in der Kuba-Krise dann 1962 trug weiter dazu bei, dass Brandt neues Vertrauen in die Standhaftigkeit der USA in Berlin fasste und er die Gefahr von Fehlwahrnehmungen zwischen Ost und West verringert sah. Zitat: Ich hoffe, dass uns diese Krise ein Stück weitergebracht hat. Der Osten weiß heute, was die lebenswichtigen Forderungen des Westens auch in Berlin bedeuten. Nun sei daher der Zeitpunkt gekommen, noch einmal über Zugangsfragen in Berlin sowie über die wirklich weltbewegenden Themen wie Abrüstung, Rüstungskontrolle, Selbstbestimmung und die deutsche Frage zu verhandeln. Auch als sich Brandts und Kennedys Ost- und Deutschlandpolitische Vorstellungen noch deutlich unterschieden, vermied es der regierende Bürgermeister, die unterschiedlichen Ansätze öffentlich hervorzuheben. Auch in anderen Politikfeldern bestanden Unterschiede, die Brandt vermutlich teils wissentlich, teils unbewusst herunterspielte oder gar verneinte. So hatte Brandt kurz nach Kennedys Wahl eine Einschätzung des Research Institute of America erhalten, nach der neue Präsident sich der Arbeiterschaft nicht besonders verpflichtet fühlte. Und dem Gewerkschaftsführer George Meany soll er mitgeteilt haben, Kennedy würde nicht alles mit den Augen der Arbeiterschaft sehen. Dies erscheint in Anbetracht von Kennedys patrizischer Herkunft durchaus vorstellbar. Brandt teilte diese Ansicht jedoch niemals öffentlich. Schließlich hätte dies bedeutet, Unterschiede zwischen sich und dem Präsidenten zuzugeben. Brandt erinnert sich rückblickend vielmehr: Uns in der Bundesrepublik und in Berlin waren die amerikanischen Gewerkschaften in den schweren Nachkriegsjahren gute Freunde gewesen. Auch John F. Kennedy habe die Bedeutung der Gewerkschaften mit ihm geteilt, da dieser während seines Berlin-Besuchs 1963 beim Kongress der Industriegewerkschaft Bausteine Erden eine Rede hielt, in der dieser auf die Bedeutung der Gewerkschaften für die Demokratie im Allgemeinen und Programme wie den New Deal und den Marshallplan im Besonderen hinwies. Das ist Kennedy eben bei dieser Rede in der Berliner Kongresshalle vor der Gewerkschaft. Auch in anderen Politikfeldern überschätzte Brandt Kennedys Einsatz bzw. seine überlegte Handlungsweise. Obwohl es bereits unter der Kennedy-Regierung zu verdeckten Einsätzen in Südostasien kam, unterstellte Brandt, unter Kennedy hätten sich die USA nie so in den Vietnamkrieg verstrickt wie unter seinem Amtsnachfolger Lyndon B. Johnson.
Ebenso zeichnete Brandt ein überaus positives Bild von Kennedys Einsatz für Bürgerrechtsfragen und die Entwicklungshilfepolitik. Während der Kennedy-Ära begann die Bürgerrechtssituation in den USA zu eskalieren. Und dies war auch Brandt durchaus bewusst. Allerdings war Brandt fest davon überzeugt, dass die Vereinigten Staaten unter Kennedy dieses Problem in den Griff bekommen würden. Daher schenkte er diesen Vorgängen nicht zu viel Aufmerksamkeit und übertrieb mitunter die Vorreiterrolle, die Kennedy in der Bürgerrechtsfrage eingenommen haben soll. Tatsächlich klagten Anhänger der Bürgerrechtsbewegung, der Präsident engagiere sich nicht genug für ihre Sache. In Bezug auf die sogenannte Dritte Welt hatte Kennedy zwar angekündigt, sich stärker den Problemen in diesen Regionen widmen zu wollen, einen wirklich bahnbrechenden Richtungswechsel in der amerikanischen Entwicklungshilfepolitik konnte er in seiner kurzen Amtszeit jedoch auch nicht bewirken. Brandt betonte jedoch gerne, dass er sich mit Kennedy bei Entwicklungshilfefragen auf einer Linie sah. Auch hinsichtlich der Europapolitik beschwor Brandt Einigkeit mit dem amerikanischen Präsidenten. Kennedys Grand Design umfasste eine Atlantic Partnership, mit der er den Europäern eine gleichberechtigte Zusammenarbeit anbot. Er forderte damit aber auch, dass Europa zu einem selbstständigen, verlässlichen Partner der Vereinigten Staaten wurde. Mit dieser Forderung befand sich Kennedy auf einer Linie mit Brandt, der nicht nur für Westeuropa, sondern auch für die Bundesrepublik eine selbstbewusstere, aktivere Rolle in der Weltpolitik forderte. Wie weit Kennedy die Europäer tatsächlich als gleichberechtigte Partner akzeptiert hätte, lässt sich angesichts des ungleichen Kräfteverhältnisses im Kalten Krieg nur schwer sagen. Obgleich sich Brandts politische Ansätze, wie jetzt beschrieben, teilweise von denen Kennedys stark unterschieden, bemühte sich der regierende Bürgermeister öffentlich ein Bild der Übereinstimmung zu zeichnen. Ein gutes Verhältnis zum stärksten Partner zu zeigen, war zum einen innenpolitisch motiviert, zum anderen sah Brandt jedoch vermutlich auch über einige Differenzen hinweg, da er Kennedy als Vorbild für seine eigene Politik betrachtete. Bei seinen USA-Reisen und während des Bundestagswahlkampfs 1961 wird Brandts Bemühen, ein Bild der Vertrautheit und Übereinstimmung zwischen sich und Kennedy zu vermitteln, besonders deutlich. So griff er in seinen Reden außenpolitische Ziele Kennedys auf, wie die bereits erwähnte Intensivierung der Entwicklungshilfe, die Verbesserung der deutsch-polnischen Beziehungen und die Ablehnung einer deutschen Atombewaffnung und einer flexibleren Politik gegenüber dem Osten. Als Brandt dann im Frühjahr 1961 als Kanzlerkandidat in die USA reiste, wurde er von Kennedy in Washington auch freundlich aufgenommen. Und der regierende Bürgermeister berichtete später etwas floskelhaft, Zitat, das Gespräch mit dem amerikanischen Präsidenten sei sehr offen und sehr nützlich gewesen. Das ist Brandt bei Kennedy im Weißen Haus. Tatsächlich tauschen sich Brandt und der Präsident über die krisenhafte Lage in Berlin aus, jedoch kann von einer wirklichen Offenheit keine Rede gewesen sein, da Brandt zum Beispiel nicht in die Notfallpläne der USA eingeweiht wurde und auch während des Gesprächs in den USA darüber im Unklaren gelassen wurde. Trotz der Sympathie für die Symbolfigur aus Berlin ließen sich Kennedy und sein Umfeld nicht dazu hinreißen, Brandt mehr Informationen zu geben als nötig. Auch zeigten sich erste Unterschiede in der Berlin-Politik während des Treffens, die dann, wie beschrieben, in der Mauerkrise voll zutage treten sollen. Nach der Reise hob Brandt die Übereinstimmung zwischen ihm und der amerikanischen Regierung hervor. Zitat: Als Gesamteindruck möchte ich wiedergeben, dass in den Vereinigten Staaten gegenwärtig ein Prozess der Bestandsaufnahme stattfindet, für den eine Zahl von eigenständigen, alles andere als gleichgeschalteten Persönlichkeiten gefunden worden ist. Was heute in den Vereinigten Staaten stattfindet, ist das Gegenteil von Konformismus und es gibt dabei kein Tabu. Dieser Prozess der Bestandsaufnahme scheint mir begrenzt zu sein, lediglich durch die Selbstverständlichkeit, mit der die Prinzipien der Freiheit und der Demokratie vorausgesetzt werden. Aus diesem Grunde liegt in der amerikanischen Bestandsaufnahme die Chance für die Entwicklung einer modernen, kraftvollen Politik des Westens. Dort werden neue Gedanken nicht verdammt, dort sind sie willkommen. Die Kernaussage, es müsse eine beweglichere Politik unter Festhalten an unverhandelbaren Idealen gefunden werden, wurde von Brandt schon länger vertreten. Jetzt nutzte er allerdings diese Beobachtungen, um auf die Gefahr hinzuweisen, dass die Bundesregierung durch ihre Starrheit sich von den USA entfernen und den Erwartungen des Verbündeten nicht mehr gerecht werden könnte. Also durchaus natürlich auch wahltaktisch motiviert, diese Aussage. Brandt war der Meinung, es sei ihm während der Reise gelungen, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass ein Regierungswechsel in der Bundesrepublik keine negativen Auswirkungen auf das deutsch-amerikanische Verhältnis haben würde.
So stellte er fest, gegenüber den beiden Hauptflügeln der deutschen Politik wird Neutralität geübt. Von dem einen und anderen sogar eine recht wohlwollende Neutralität gegenüber den deutschen Sozialdemokraten, was ja immerhin ein Unterschied gegenüber früher ist. Auch in seinem Wahlkampf strich Brandt inhaltlich Übereinstimmungen heraus und lehnte sich methodisch an den Präsidentschaftswahlkampf Kennedys an, indem er ein enges Verhältnis zu den verschiedenen Medienformen pflegte und seine Kampagne personalisierte. Bei der Personalisierung machte sich Brandt gern die Parallelen, die zwischen ihm und dem bereits siegreichen Kennedy bestanden, zunutze und betonte nicht nur gemeinsame Inhalte, sondern auch die Dynamik und Jugendlichkeit, die er vor allem gegen den alten Adenauer auszuspielen versuchte. Dabei handelte es sich durchaus um einen neuen Einsatz, da zu dieser Zeit Jugend in der Politik nicht unbedingt positiv belegt war, sondern eher als mangelnde Erfahrung ausgelegt werden konnte. Ich habe jetzt ein paar Karikaturen mitgebracht. Also das eine ist eben Brandt, der von Kennedy kommt, da ein Zeugnis Englisch 1 dem alten Adenauer zeigt. Und hier eine Karikatur vom November 1960, wo eben Kennedy gerade frisch zum Präsidenten gewählt worden ist und Brandt auf dem Parteitag zum Kanzlerkandidaten ernannt wurde. SPD-Parteitag in Hannover, Generalprobe nach Vorbild. Also da eben eine Anspielung darauf, dass man sich den siegreichen Kennedy als Vorbild nahm. Brandt soll auch, als er zum Kanzlerkandidaten gekürt wurde, seine Rede beendet haben mit den Worten: "So wahr mir Gott helfe", auch das aus dem Amerikanischen übernommen, die Worte bei der Vereidigung als Präsident. Parallelen mit Kennedy sollten auch durch eine Wahlbroschüre, in der ein Bild der beiden mit dem Wort Vertrauen unterschrieben war, beschworen werden. Das ist diese Broschüre. Ein Wahlplakat, auf dem Brandt und Kennedy zu sehen sind und das mit den Worten "eine Familie" versehen war, kam dann letztlich doch nicht zum Einsatz. Das ist hier Klaus Schütz, der Leiter des Wahlbüros von Willy Brandt, mit diesem Plakat, das dann eben aber doch nicht eingesetzt wurde. Ebenso Bestandteil der Personalisierung war die verstärkte Nutzung des Fernsehens. In einer Zeit, in der die Printmedien jedoch noch deutlich mehr Einfluss hatten, verstand es Brandt ebenso geschickt, durch Home-Stories die Leser für sich und seine Familie zu interessieren. Dabei kam ihm die Medienwirksamkeit seiner attraktiven Frau Ruth zugute. Es lag daher auch nahe, nicht nur Parallelen zwischen Kennedy und Brandt, sondern auch zwischen deren Frauen Jacqueline und Ruth herzustellen. Da gibt es auch eine sehr schöne Karikatur. Sowohl Jacqueline Kennedy als auch Ruth Brandt waren schwanger während des Wahlkampfes. Und im Hintergrund sieht man eben das Bild der Kennedys an der Wiege und vorne die Brandts. Mit den Worten: "John hat die besten Erfahrungen damit gemacht, Ruth, und das ist bestimmt was, wo der Alte nicht mit kann." Zusätzlich natürlich eine Anspielung auch auf den Altersunterschied zwischen den beiden Kandidaten. Aus dem amerikanischen Wahlkampf wurden weitere Methoden übernommen. So wurde zum Beispiel das Canvassing, das heißt die direkte persönliche Kontaktaufnahme mit den Wählern aus den Vereinigten Staaten, kopiert und in diesem Wahlkampf verstärkt eingesetzt. Ähnlich der amerikanischen Whistle-Stop-Campaign, wie sie vor allem Kennedy durchgeführt hatte, unternahm Brandt eine Deutschlandreise, die von der Idee geprägt war, dass nicht wie bisher üblich die Wähler zum Kandidaten kommen sollten, sondern der Kandidat zu den Wählern. Das bedeutete, dass er auf seiner Reise nicht nur bei Großveranstaltungen in großen Hallen bedeutender Städte sprach, sondern gezielt kleinere Orte besuchte und bis zu 25 Wahlkampfveranstaltungen am Tag hatte. Das ist ein Bild aus der kleinen Stadt am Rhein Bacharach. Also das sind dann eben so die Art Veranstaltungen, die Brandt abarbeitete an einem Tag, ließ sich natürlich dann auch gerne in der Menschenmasse sehen. Teil der Inszenierung und Personalisierung war, dass Brandt dabei in einem cremefarbenen Mercedes Cabriolet mit Hut und Anzug bekleidet reiste, womit er vom angestaubten Image der SPD wegführen wollte. In einer Broschüre über Brandts Deutschlandreise wurde ein neuer Stil angekündigt, der mit einem sogenannten großen Gespräch einhergehen sollte. Zitat: "Das war die Ankündigung einer Gegenposition gegen das von oben herab vieler Bonner Amtsinhaber. Das ist die Gegenposition der lebendigen Demokratie gegen den Formaldemokratismus, der im Staatsbürger nur Stimmbürger sieht. Politik soll demnach nicht nur geben, sondern auch vom Volk nehmen und zuhören, was es wünsche. Deshalb sei das Gespräch mit den Mitbürgern nötig. Mitwirkung müsse ermöglicht werden, um eine statische Demokratie zu vermeiden."
Und auch bei Kennedy fand sich dieser Stil der Inszenierung der Politik als ständiger Kommunikationsprozess mit den Wählern. Neben dem großen Gespräch machte sich Brandt einen Schlüsselbegriff Kennedys zu eigen, indem er die Bereitschaft zum Mitleiden bei Kennedy als Compassion bezeichnet, als zentrale Fähigkeit in der Politik betrachtete. Zitat: Die moralische Kraft eines Volkes beweist sich nicht so sehr in einer hohen Programmatik von Parteien, einer politischen Führung, einer geistigen Elite oder dem, was sich dafür hält, sondern in seiner Bereitschaft zum Mitleiden, einer Fähigkeit, denen zu helfen, die Hilfe brauchen, und in seiner Toleranz gegenüber dem anderen. Frieden ist, so verstanden, kein Zustand, sondern eine Lebenshaltung. Obwohl die Bezeichnung des deutschen Kennedys für Brandt als Legende ohne Realitätsbezug bezeichnet worden ist, teilte Brandt Kennedys Fortschrittseuphorie und Machbarkeitsglauben. Beide standen für eine neue Generation und einen politischen Aufbruch. Diese Parallelen bestanden unabhängig davon, ob Brandt sie kalkuliert im Wahlkampf hervorhob, wie das sicher jetzt deutlich geworden ist, dass das nicht immer nur Zufall war, diese Parallelen zu betonen. Denn trotz der großen Unterschiede zwischen dem Patrizierspross Kennedy und dem unehelichen Arbeiterkind gelang es Brandt erfolgreich, das Kennedy-Image auf sich selbst zu übertragen. Höhepunkt der Darstellung symbolischer Gemeinsamkeit war dann aber erst Kennedys Besuch in Berlin im Juni 1963, der bereits erwähnt wurde. Das ist ein Bild, wo wir links Kennedy, dann Brandt und im Konfettiregen verschwunden Adenauer sehen auf ihrer Fahrt durch West-Berlin. Bei diesem Besuch stellte Brandt dreierlei Punkte in den Vordergrund. Zum einen Kennedys Bekenntnis zu den Berlin-Garantien, wie er sie während seiner berühmten »Ich bin ein Berliner«-Rede auf dem Balkon des Schöneberger Rathaus beteuert hatte. Dann dessen Ansätze einer flexiblen Ostpolitik, wie er sie in seinen Reden in der Frankfurter Paulskirche und vor Studenten der Freien Universität in Berlin dargelegt hatte. Sowie seine Unterstützung für die Gewerkschaftsbewegung, die er während seiner Rede vor der Industriegewerkschaft Bausteine Erden verdeutlichte, die ich bereits erwähnt habe. Das ist nochmal Kennedy vor dem Schöneberger Rathaus. Dabei war Brandt besonders davon angetan, dass Kennedy in allen seinen Reden die Begriffe Freiheit und Demokratie in den Mittelpunkt rückte. Ideale, die Brandt schon immer durch die Vereinigten Staaten vertreten sah. Dabei sah er allerdings nicht, dass Kennedys spontan umgeschriebene Rede, die er vor dem Schöneberger Rathaus hielt und in der Präsident eine recht deutliche kalte Kriegsrhetorik benutzte, um auf die Unteilbarkeit der Freiheit und die Gegensätze von Demokratie und Kommunismus aufmerksam zu machen, einen Widerspruch zu seinen auf Entspannung und Verhandlungsbereitschaft ausgerichtete Reden in Frankfurt und der Freien Universität darstellte. Schließlich bedeutete für Brandt das Koexistenzstreben bzw. sein Konzept des Wandels durch Annäherung keinesfalls ein Nachgeben in ideologischen Fragen oder den Verzicht auf das Wiedervereinigungsstreben. Für Brandt stellte sich nun die Frage, Zitat, ob wir fähig sind, den Ball aufzugreifen, mitzudenken, weiterzudenken, unseren eigenen Beitrag zu leisten. Brandt wurde nicht müde, die Bedeutung von Kennedys Besuch in Deutschland und Berlin hervorzuheben, da dadurch gezeigt worden sei, dass Deutschland das Recht erworben habe, frei und geeint zu leben. Aber auch Kennedy zeigte sich beeindruckt. So bedankte sich der Präsident für den Aufenthalt in Berlin und stellte heraus, in all our talks in the last 2.5 years, I have been impressed by the degree to which we see these great issues alike. Sein Berater Ted Sorensen soll er nach der Abreise nach Berlin gesagt haben, we'll never have another day like this one as long as we live. Darüber hinaus soll Kennedys Witwe Jacqueline später berichtet haben, ihr Mann habe sich den Film, der von Kennedys Deutschlandaufenthalt gedreht wurde, mehrfach angesehen haben. Kennedy selbst behauptete, für seinen Amtsnachfolger einen Zettel vorbereiten zu wollen, den dieser in Tagen größter Entmutigung ansehen solle. Auf diesem Zettel stünde, go to Germany, go to Berlin. Der Besuch des Präsidenten wurde also von allen Seiten als Symbol für die enge Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen betrachtet. Geradezu mythisch überhöht wurde Kennedy und seine Politik nach dessen Ermordung im November 1963. Noch am Abend von Kennedys Ermordung trafen sich spontan Studenten zu einer nächtlichen Kundgebung in West-Berlin. Auch Brandt hielt auf dem Rudolf-Wilde-Platz, dem späteren John F. Kennedy-Platz, eine Ansprache, in der er den Studenten für ihre Sympathiebekundungen dankte. Den Verlust für die Welt, Amerika, Berlin und für ihn persönlich drückte Brandt folgendermaßen aus. Die Amerikaner haben ihren Präsidenten verloren.
Eine gequälte Menschheit hat den Mann verloren, von dem so viele glaubten, er würde uns entscheidend vorangehen können auf dem Weg zum gerechten Frieden und zum besseren Leben in dieser Welt. Aber gerade wir in Berlin trauern, weil wir unseren besten Freund verloren haben. Ich selbst bin in dieser Nacht tief getroffen und erschüttert, denn ich empfinde es, als habe ich jemand verloren, und so ist es, dem ich vertrauensvoll und freundschaftlich begegnen durfte. Brandt stellte damit die enge freundschaftliche Verbindung zwischen dem amerikanischen Präsidenten und der Berliner Bevölkerung sowie sich selbst heraus. Daher rief er dazu auf, in dieser Nacht Kerzen ins Fenster zu stellen, wie es zum Beispiel während der Berlin-Blockade und nach dem Tod des regierenden Bürgermeisters Ernst Reuters geschehen war. Damit wurde einmal mehr die Verbundenheit der Berliner mit Kennedy beschworen. Außerdem betonte Brandt Kennedys Fortschritts- und Friedenswillen, hob aber zugleich hervor, dass Johnson sich ganz in der Tradition Kennedys für diese Dinge und Berlin einsetzen werde und man daher den Mut nicht sinken lassen solle. Immer wieder betonte Brandt Kennedys Streben nach Frieden, Freiheit und Fortschritt und benutzte Lichtmetaphern, um die Lichtgestalt Kennedys zu würdigen. In einer entzauberten Welt strahlte er den Zauber vorwärtsschreitender, konstruktiver Dynamik aus für ein besseres Morgen. Die SPD sehe sich in der Verantwortung, diese Ideale weiter zu verfolgen und sich dafür einzusetzen, dass Kennedys Sorge vor einer Versteinerung der deutschen Politik sich nicht bewahrheiten müsse. Neben aller ehrlichen Trauer um den Hoffnungsträger Kennedy spielte auch hier also eine gewisse Portion Parteipolitik eine Rolle. Ja, kommen wir nun zum Einfluss Kennedys auf Brandts Amerika-Bild. John F. Kennedy verkörperte für Brandt ein fortschrittliches, dynamisches Amerika, das bereit war, innenpolitisch, also zum Beispiel bei den Bürgerrechtsfragen, und außenpolitisch, bei der Ostpolitik oder der Entwicklungspolitik, neue Wege zu gehen. Der regierende Bürgermeister sah die USA unter Kennedy als Impulsgeber und betonte diese Entwicklung gerne in Abgrenzung zur Bundesregierung, der er mangelnde Beweglichkeit vorwarf. Zwar hatte Brandt schon vorher die USA als Schutzmacht und Fort freiheitlich-demokratischer Werte gesehen. Bis zum Ende seiner Zeit als regierender Bürgermeister nahm Brandt jedoch immer wieder Bezug auf Kennedy als innovativen Vorkämpfer für eine friedliche, freie Welt. Als er schließlich 1966 Regierungsverantwortung übernahm, wurden die Referenzen seltener und er entwickelte zunehmend einen eigenen Stil. Dennoch finden sich auch dann noch immer wieder Hinweise auf Kennedy. Während Kennedys Präsidentschaft hatte Brandt seine Wertepalette zusätzlich um Begriffe wie Compassion und das große Gespräch erweitert. Diese Vorstellungen waren bereits vorher bei ihm angeklungen, wurden nun aber stärker in den Vordergrund gestellt und weiterentwickelt. So sollte Compassion als eine gerechtere Sozialpolitik und Ausgleich zwischen Nord und Süd umgesetzt werden und das große Gespräch zielte auf die Einbeziehung der Bürger in Wirtschaft und Politik sowie auf das Wagnis, demokratischer zu werden. Kennedys Amtsnachfolger mussten sich in Brandts Augen an dem glänzenden Vorbild des jugendlichen Präsidenten messen. Auch politische Strömungen, die Brandt begrüßte, wurden in die Tradition von Kennedys Politik gestellt. In Bezug auf Johnson bemühte sich Brandt zunächst noch, sein Vertrauen auszusprechen. Auch noch in Brandts Memoiren heißt es, Zitat, auch die Begegnung mit Lyndon B. Johnson war von Vertrauen geprägt gewesen. Erst als der Krieg in Vietnam die amerikanische Politik überschattete, geriet auch Berlin auf Distanz. Es ist an dieser Stelle jedoch festzuhalten, dass Brandt bis zum Frühjahr 1966 in seinen öffentlichen Äußerungen seine Unterstützung für Johnsons Vietnampolitik ausdrückte, indem er hervorhob, die USA würden sich durch ihr Engagement in Südostasien nicht von Europa entfernen und er den Friedenswillen des Präsidenten betonte. Schon 1965 merkte er allerdings vor SPD-Führungsgremien, also nicht öffentlich, nach einer Würdigung der innenpolitischen Leistungen Johnsons an, er sei von dessen Außenpolitik nicht mehr so recht überzeugt und befürchtete, dass aufgrund eines zu großen Gewichts des Militärischen der Faktor Europa in den Hintergrund geraten drohe. Brandt schloss vor den Führungsgremien mit den Worten, und jedenfalls weiß ich, dass die Vision John F. Kennedy verblasst ist. Bereits 1965. Im Frühjahr 1966 meinte er auf einer Versammlung von Kreisdelegierten in Berlin-Zehlendorf, ohne den Krieg in Vietnam hätten die USA und die Sowjetunion ihre Interessengebiete längst abgesteckt. Dass auch hier Johnson kritisiert wurde, wird durch folgenden Kommentar deutlich. Denn Kennedy wollte eine Politik der Entspannung, aber Johnson will eine Entspannung ohne Politik. Schon bald nach Johnsons Wechsel ins Präsidentenamt revidierte Brandt also seine Meinung. Johnson würde die Politik Kennedys in allen Punkten fortführen und deutete an, dass unter Kennedy der Vietnamkrieg vielleicht nie derartig eskaliert wäre. Aber wie ich bereits gesagt habe,
griffen die USA auch schon unter Kennedy verdeckt in Südostasien ein. Und es muss einfach Spekulation bleiben, wie sich die Krise oder der Krieg unter Kennedy weiterentwickelt hätte. In seinen Memoiren erinnerte sich Brandt auch, dass Johnson aus gewerkschaftlichen Kreisen unterstützt wurde. Senator Hubert Humphrey setzte mir mit großer Lebhaftigkeit auseinander, dass Lyndon B. Johnson, dessen Vizepräsident er 1965 werden sollte, ein guter Präsident sein würde. Er fuhr an gleicher Stelle resümierend fort, das sollte sich in dem Bereich der Innen- und Sozialpolitik bestätigen. Johnson vermochte indes John F. Kennedy nicht aus dem Gedächtnis der Menschen zu verdrängen, obwohl er sich eher unbewusst mit manchmal verkrampfter Anstrengung darum bemühte. Er litt unter der nachwirkenden Überlegenheit seines jüngeren Partners, dessen Wirkung so schwer zu entschlüsseln ist. Die Bürgerrechtsbewegung, die Brandt unterstützte, nahm er hingegen nicht in Abgrenzung zu Kennedy wahr, sondern stellte sie des Öfteren im Zusammenhang mit dem Präsidenten dar. So wendete Brandt beispielsweise den von Kennedy geprägten Begriff der Compassion im Kontext der Bürgerrechtsbewegung an. Zitat, Martin Luther Kings Pilgerschaft des Friedens war mit ihm durch jenes Wort verbunden, das auch für meine Landsleute kein fremdes Wort mehr ist, Compassion. Dr. King, John F. Kennedy, Robert Kennedy, manche andere haben uns gelehrt, dass dieses menschliche Wort nicht aus dem Bereich der politischen Pflicht verbannt werden kann. Es muss Ziel und Inhalt einer Politik sein, die menschenwürdig ist. Wir gebrauchen dafür einen anderen Begriff. Er meint das Gleiche, Solidarität oder Brüderlichkeit. Dennoch lassen sich auch Bemerkungen finden, die erkennen lassen, dass auch Brandt bewusst war, dass John F. Kennedy nicht als zentraler Vorkämpfer der Bürgerrechtsbewegung betrachtet werden konnte. So unterteilte Brandt 1964 nach einer deutsch-amerikanischen Konferenz in Berlin die Linke in Amerika in drei Gruppen. Jeweils eine Gruppe um Johnson und den verstorbenen Kennedy und eine Gruppe um die Gewerkschafter Hubert Humphrey und Walter Ruther sowie die Bürgerrechtsikone Martin Luther King. Also das heißt King und die Gewerkschafter eine Gruppe und die beiden Präsidenten jeweils eine zweite und dritte Gruppe. Damit rückte Brandt die Bürgerrechtsbewegung näher an die Gewerkschaften als an die Präsidenten Kennedy und Johnson. Während Brandt Johnson mit Kennedy verglich, weil er von dessen Vietnampolitik enttäuscht war und sich eine Fortführung des durch Kennedy vermeintlich oder tatsächlich angestoßenen Wandels erhofft hatte, war die Kritik an Präsident Ronald Reagan, der Anfang der 80er Jahre dann amerikanischer Präsident war, durch grundsätzlichere Differenzen auf politischer und persönlicher Ebene begründet. Die Reagan-Regierung, mit der Brandt als Vorsitzender der Nord-Süd-Kommission und Präsident der Sozialistischen Internationale insbesondere hinsichtlich der Rüstungs-, der Lateinamerika- und Entwicklungspolitik über Kreuz lag, wurde 1984 folgendermaßen kritisiert. Zitat, ich denke, die Amerikaner haben sich geändert und die amerikanische Führung hat sich geändert. Ich erkenne in dem, was heute in Washington gesagt wird, nicht das Amerika John F. Kennedys wieder. Und auch der nette Präsident Eisenhower wirkte wie ein aufgeklärter und liberaler Mann, verglichen mit dem, was man sich heute zuweilen anhören muss. Nein, davon abgesehen werde ich nicht vergessen, was meine Stadt Berlin und was Deutschland im Ganzen den Amerikanern zu danken hat. Nicht nur die Marshallhilfe, auch die Zeit geht weiter und der Zeitpunkt kam, an dem man fragen müsste, Freundschaft mit Amerika ja, eine Art Unterwürfigkeit unter Auffassung und Zielsetzung, die man für falsch hält, nein. Mit dieser Aussage versuchte er sich durch die Betonung der Dankbarkeit für vergangene amerikanische Hilfen zwar vom Anti-Amerikanismus-Vorwurf freizumachen, er stellte jedoch klar heraus, dass er bei Reagan keinerlei Bezug mehr zu den Idealen seines Idols Kennedys, nicht einmal mehr zu dem eher distanzierten Eisenhower sehen konnte. Auch bei seiner Kritik an den umstrittenen Plänen von Reagans Deutschlandreise 1985 nahm Brandt Bezug auf Kennedy. Reagans Besuchsprogramm sah ursprünglich für den 40. Jahrestag des Zweiten Weltkriegs nur einen Besuch des Soldatenfriedhofs Bitburg vor. Dies rief zum einen Kritik hervor, weil dort auch Mitglieder der SS begraben lagen. Und zum anderen, weil man nur der Soldaten, nicht aber der Holocaust-Opfer in einem KZ gedenken wollte. Brandt fragte, warum Reagan sich kein Beispiel an Kennedy genommen habe. Bei Kennedys Besuch sei über die Gräber hinweg durch die Ausrichtung auf die Jugend und Zukunft mehr für die Aussöhnung und Zusammenarbeit getan worden als bei Reagans Besuch. Als die USA im Herbst 1983 in Grenada militärisch eingriffen, verurteilte Brandt dies aus völkerrechtlichen Gründen, aber auch, da er befürchtete, dieses Vorgehen könnte als Vorbild für den Umgang mit Mittelamerika dienen. Auch in diesem Zusammenhang erwähnte Brandt John F. Kennedy als glänzendes Gegenbeispiel. Auch andere außenpolitische Entscheidungen Reagans kritisierte Brandt, indem er mitunter durchaus auf fragwürdiger Grundlage den verstorbenen Präsidenten im Gegensatz zu Reagan als Verfechter der Abrüstung und des Nord-Süd-Dialogs anpries.
Brandt und Kennedy verfolgten in den ersten Monaten ihrer Zusammenarbeit sehr unterschiedliche Berlin- und deutschlandpolitische Konzepte. Diese Unterschiede spielte Brandt jedoch nicht nur deshalb herunter, weil dadurch das Bild der Eintracht zwischen ihm und Kennedy hätte beschädigt werden können, sondern auch, weil er sich meist bewusst war, dass ein offener Konfrontationskurs gegenüber den Vereinigten Staaten die westliche Verhandlungsposition nur weiter schwächen würde. Kennedy verkörperte für Brandt vor allem einen neuen politischen Stil und progressive Inhalte, mit denen er sich identifizierte und die er auf seine eigene Situation übertrug. Dadurch versuchte Brandt, die Popularität des Präsidenten ein Stück weit für sich zu nutzen. Auch in den Jahrzehnten nach Kennedys Tod blieb der idealisierte Präsident für Brandt der unerreichbare Maßstab, an dem sich andere Präsidenten messen mussten. Brandt selbst beschrieb das enge Verhältnis zwischen den beiden mit folgenden Worten: Mir ist noch heute, als hätte ich einen Vertrauten verloren. In seinen Memoiren wird Kennedy sogar zum Symbol für das moderne Amerika überhaupt. Meine persönlichen und politischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, die mit den Jahren immer vielschichtiger wurde, erfuhr eine Verdichtung in der Begegnung mit einem Mann, in dem sich die Qualitäten modernen Amerikanertums mit ungewöhnlicher Schärfe und Klarheit ausprägten. John F. Kennedy. Auch hob Brandt hervor, dass es ihm nicht darum ging, einen Kennedy-Mythos zu schaffen oder zu perpetuieren. Aber es ist völlig unnötig, Mythen und Legenden um den Namen John F. Kennedy zu weben. Das würde seinem Rang nur Abbruch tun. Die Tatsachen sprechen eine hinreichend beredte Sprache. Genau an dieser Legende wob Brandt allerdings schon zu Lebzeiten des Präsidenten. Teils aus Bewunderung und der Tatsache, dass er in ihm seine eigene Politik und eigenen Ideale wiederzufinden glaubte. Teils allerdings auch aus partei- und wahltaktischem Kalkül. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus